Die neuesten News. Der MKHof Zingst ist abgebrannt. Ja, wenn das so ist, schönen guten Tag, Brandmeister Martin Trömberg. Sie haben einen Brand gemeldet? Ja, der MKHof Zingst soll brennen. Negativ, kein Rauch, keine Flammen. Wie kommen Sie zu dieser Information? Es spricht sich so rum, dass der MKHof Zingst abgebrannt ist und dass jetzt Spenden gesucht werden. Also Spenden ja, für die tollen Projekte, die man hier macht. Aber abgebrannt ist nur die Kasse, nicht der Hof. Aber das erklären wir besser in Ruhe. Aber bin ein bisschen overdressed. So, jetzt fühle ich mich wohler. Gut, mein lieber Mirko, mit Sie, nach dir. Na denn. Vielen Dank. Wir checken die Lage. Ja, Martin, dann erzähl mal, warum ist der Dorf abgebrannt? Ja, vielleicht fange ich ganz am Anfang an. Also ich bin der Martin Trömerk. Ich mache hier in einem Art Freizeitprojekt, muss man sagen, neben meinem Beruf als Feuerwehrmann den Natur- und Imkerhof. Und wir machen hier schöne Projekte, Naturprojekte mit Bienen, Wildbienen und wildlebenden Honigbienen und sind quasi ein grünes Klassenzimmer für Schulklassen, für Kita-Gruppen, für touristische Gruppen. Und ja, diese Projekte haben sich bisher privat finanziert oder über Spenden. Und mittlerweile ist die Kasse, will ich sagen, klamm, aber wir haben tolle Projekte vor und deswegen sammeln wir gerade Spenden. Ja, das klingt wichtig und ist wichtig. Wie macht man das am besten? Ja, bisher haben wir immer nur einen kleinen Obolus genommen für die Teilnehmer, um das Ganze auch ein bisschen zu refinanzieren, was natürlich nicht reicht. Und wir wollen weiterhin günstige Angebote machen für die Besucher und deswegen sammeln wir jetzt über PayPal, über einen Spendenlink, einfach Geld zusammen und versuchen damit die Projekte zu finanzieren. Doch, das klingt gar nicht so schwer. Nein, eigentlich reicht es, auf den Link zu gehen, drauf zu klicken und Geld an einen Freund zu senden, an uns, egal ob 1 Euro, 10, 20 oder auch gerne 100, damit wir größtmögliche Beträge zusammenbekommen, um die verschiedenen Sachen hier zu finanzieren. Am allerwichtigsten ist für uns nämlich die Toilette. Das sind die einfachsten Dinge, die hier noch fehlen. Wir wollen eine Bio-Trenntoilette hier errichten, damit die Gäste hier nicht mehr in den Büschen verschwinden müssen. Wir wollen den Kleintierbereich erweitern, um tiergestützte Förderung und tiergestützte Aktivitäten anbieten zu können für Kinder mit Bedarf. Und wir wollen einen Witterungsschutz schaffen für die Besucher, wenn das Wetter mal nicht so schön ist, so nordisch by nature. Dann brauchen wir einfach auch mal ein schützendes Dach über dem Kopf. Das sind im Kern die Großprojekte, die anstehen und die wir nur mit eurer Hilfe möglich machen können. Also Leute, spendet fleißig, denn hier wird was geschaffen. Ich danke euch und ganz, ganz liebe Grüße und einen herzlichen Dank an alle, die bis hierher unterstützt haben, mitgeholfen haben, angepackt haben. Das Ganze ist ein Gemeinschaftsprojekt und wir versuchen hier einfach wirklich auch Gemeinschaft zu leben. Auch außerhalb der Projekte sind wir einfach nur auch gern zusammen, genießen die Zeit miteinander. Liebe Grüße, bis bald.